Ja, hier der zweite offene Brief an Bill Gates, Mark Zuckerberg und all die anderen Milliardäre dieser Erde und Millionäre, die eigentlichen Herrscher dieser Welt in der Marktwirtschaft, weil eine Marktwirtschaft automatisch immer auf Diktatur der Einflussreichsten hinauslaufen muss. Es geht nicht anders. Marktwirtschaft ist ungeeignet, ist unvereinbar mit Demokratie. Ja, und an unsere Herrscher bitte der einfach nur die Natur, die wissenschaftliche Aussage, es gibt kein Glück in der Marktwirtschaft, auch eben für die Herrscher nicht, ne? Und ich zeige Ihnen das gerade nochmal. Wir haben das ja hier und ich betrachte das im Moment als den wichtigsten Post auf dem Forum freie-argumente-kultur.de. Bill Gates, Mark Zuckerberg erwägen Gemeinschaftsmitleben, also das Szenario. Und da ist jetzt auch diese Antwort drin, die ich auf die Antwort von dem Diplom-Theologen Jürgen Wagner, den man aus den Massenmedien kennt, als den Aussteiger der Nation. Und ja, ich lese mal vor, was ich geschrieben habe. Sie kriegen den Antwortpost dadurch natürlich von Öffi, also Diplom-Theologe Jürgen Wagner, auch mit dadurch. Also hier der Antwortpost von Öffi, leicht gekürzt und kommentiert von mir. Erstmal stimmt Öffi zu, das schreibt, hat er also geschrieben, dass er zustimmt. Entscheidend ist, ob wir bei Menschen die Offenheit hinbekommen für die Haltung, es könnte weniger Schlechtes tun, beziehungsweise mehr Gutes tun, mit der Menschennatur verwirklichbar sein, als es jetzt ist. Also das ist so die Frage nach dem, leben wir in der besten aller möglichen Welten oder in einer schrecklichen aller möglichen Welten? Und die Naturwissenschaft sagt ja für mich, die Weltspitze der Naturwissenschaft sagt ja ganz klar, wir leben in einer der schrecklichsten aller möglichen Welten. Und die ist gekennzeichnet von Elementen der Marktwirtschaft und Elementen von solchen unbrauchbaren Systemen wie DDR oder anderen pseudokommunistischen Denkansätzen. Ne? Also eigentlich sind das beides ja dumme Modelle, ja, und Modelle der Dummheit. Ne? Ja, und dieser Grundgedanke, ja, eventuell erlaubt die Menschennatur, die menschliche Natur, mehr Glück und Gesundheit und so weiter als, ja, da habe ich dann, glaube ich, geschrieben. Oder hat er das? Er hat das, glaube ich, selber geschrieben. Also das Bestehende ist nicht das Beste oder einzig Mögliche, denn die Menschennatur erlaubt was anderes. Im Gegensatz zum Löwen, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, wenn wir an die Löwen denken, ja, also die Löwen werden es nicht schaffen, aus ihrer genetischen Programmierung auf Rivalentötung und Kindertötung heraustreten zu können. Sie werden dieses schlechte Tun immer weiter tun müssen, weil sie eben genetisch so sind. Und die Frage ist, ist der Mensch so schlecht, dass er sich nur gegenseitig quälen kann und Schaden zufügen kann, oder ist er eben besser? Und ich bin ja zutiefst überzeugt, dass der Mensch eben auch zu einem Fastparadies möglich ist, das ich ja in dem ersten offenen Brief an Bill Gates ja schon gelesen hatte. Ne? Also gehen Sie auf das letzte, die Sendung davor ein. Ne? Und wir sind bereit zu einigermaßen sich öffnen, um darüber nachzudenken. Ja, das ist eben der Punkt. Wir haben leider auf der Welt gefunden, nur lauter durch die Marktwirtschaft zerstörte Gruppierungen und Grüppchen,
sektiererische Gruppierungen, die sich selbst in der Selbsttäuschung befinden, sie würden irgendwas verbessern an dieser Welt und alle haben eigentlich diese Welt immer nur noch verschlechtert, so wie es üblich ist im Rahmen der Marktwirtschaft, ne? Und das Einzige, was wir gefunden haben, ist eben gerade diesen Diplom-Theologen Jürgen Wagner mit seiner radikalsten Aussteigerbewegung der Welt sozusagen und der auch als einziger offen ist darüber für die von ihm entwickelte freie Argumentekultur, so dass wir überhaupt erst einmal ins Gespräch kommen können darüber, wie die bessere Welt aussieht, während alle anderen Gruppierungen immer in so Selbsttäuschungen leben, wie jetzt gerade natürlich auch unsere jetzige Diktatur natürlich auch gerade in der Fantasie ist, dass die anderen die Hitlers und Goebbels seien, während sie selber gar nicht wahrnehmen können, dass sie selbst längst in der Mechanik und der Logik der modernen Hitler und Goebbels sind und dass die Bevölkerung längst schon überlegt, ob sie einen 20. Juli 1944 wieder aufleben lassen sollte. Da wurde ja ein Bundeswehrsoldat verhaftet, der genau in solche Richtungen gedacht und sich geäußert hat, offensichtlich. So, das erinnert mich jedenfalls sehr stark an den 20. Juli 1944, wo man damals versucht hatte, Hitler und Goebbels sozusagen zu beenden, aber wie gesagt, das bringt uns auch deswegen nichts, weil die Marktwirtschaft dann danach ja trotzdem bleibt, wie die jetzige Volldiktatur ja auch beweist. Marktwirtschaft ist immer Diktatur, kann gar nicht anders sein. Demokratie ist nicht möglich in der Marktwirtschaft. Nur in der Gemeinwohlwirtschaft ist das möglich, aber das zeige ich ja dann nachher. Ja. Und das heißt, diese Bewegung dieses Diplom-Theologen, seine weltweit radikalste Aussteigerbewegung und seine, ja, die Weltspitze des geisteswissenschaftlichen Denkens, die er repräsentiert, ist als einzige wirklich bereit, kontinuierlich offen Argumente zuzulassen, freie Argumente über die Zukunft der Menschheit und alles andere ist marktwirtschaftlicher Sondermüll, den man genauso gut entsorgen könnte, wo Leute sich in Illusionen befinden, sie würden über besseres Leben nachdenken, in Wirklichkeit richten sie nur Schaden an und zementieren die Schlechtigkeit der Marktwirtschaft. Und ja, gut. Also, um darüber nachzudenken, das ist so ein Riesenschritt. Die meisten Menschen sind gar nicht mehr in der Lage oder offen dafür, mal kontinuierlich darüber nachzudenken, wie es denn wirklich gehen soll. Naturwissenschaftliche Weltspitze der Naturwissenschaften, der Geisteswissenschaften und alles andere von mir aus. Natürlich darf auch in der freien Argumentekultur jeder Esoteriker und jeder Spinner dieser Welt seine Argumente vorbringen. Das ist ja genau, nur so geht echte Demokratie, ja? Und wir müssen diese Argumente hören und widerlegen. Und vielleicht nicht tausendmal, aber mindestens zehnmal, ja, bevor dann irgendwo vielleicht demokratisch mit einer repräsentativen Wählerstichprobe irgendwann mal vielleicht eine Entscheidung gefällt wird. Aber erst einmal muss es immer offen bleiben, auch für die unsinnigsten Argumente, ne? Und das ist der eigentliche, ja, Beginn echter Demokratie, ne? Ja, und dann schreibt er weiter, da liegt ja unser großes Ausgangsproblem. Können wir so eine einigermaßen offen werdende Nachdenkschiene eröffnen? Ja, er kann es. Und natürlich ist das für Weltrat und Next Scientists for Future einfach nur deswegen schon mal eine gemeinsame Gesprächsebene, weil hier wirklich freie Argumentekultur dann herrscht, weil das wirklich der Anwalt der freien Argumentekultur ist, die natürlich auch
der Weltrat im Prinzip fordert, ohne diesen Namen dafür entwickelt zu haben. Ne? Ist ja eigentlich in der Wissenschaft eigentlich das Selbstverständliche, dass wir auch dort sozusagen, dass wir immer versuchen, uns wechselseitig zu falsifizieren. Aber da die Wissenschaft ja auch in der Marktwirtschaft immer in Richtung Pseudowissenschaft sich verwandelt, ist das natürlich auch schon verschwunden. Sie können in der Wissenschaft eben nicht mehr in wechselseitige Falsifizierungsprozesse einfach so eintreten. Dort werden auch nur Ideologien unterrichtet, also vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten gelehrt und so weiter, indoktriniert, ne? Dann schreibt er weiter, natürlich wäre für diejenigen, die nicht gleich in die Dimension springen würden, dass ihr Geist bzw. ihre Vernunftseele im Sinn und Wohl das Ganzen die größte Glückserfüllung erkennt und erlebt. Da schreibt er also, natürlich wäre für diejenigen dann der naturwissenschaftliche Glücksweg schon mal ein Fortschritt, ein großer Fortschritt. Aber wir sehen, dass er als Geisteswissenschaftler also eine andere Glücksbeschreibung für die Milliardäre äußert. Also, liebe Milliardäre, er bietet ihnen an, und ich weiß nicht, ob sie damit was anfangen können. Er bietet ihnen an, dass ihr Geist und ihre Vernunftseele die größte Glückserfüllung dann erkennen und erleben könnte. Also die größte Glückserfüllung erleben könnte, wenn sie im Sinn und Wohl des Ganzen, im Wohl des Ganzen sozusagen ihr Lebensziel sehen würden. Also wenn sie jetzt mit ihren Milliarden diese verwenden würden, wie können wir wirklich so schnell wie möglich Gemeinwohlwirtschaft auf der Welt aufbauen, mit ganz vielen Gemeinwohlgemeinschaften, in der Gemeinwohlwirtschaft, in der ja die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften dann auch ganz viele Gemeinwohlgemeinschaften anregen werden, inspirieren werden, supervidieren werden und begleiten werden und so weiter, so dass wir alle wieder glückselig leben dürfen, ne? Darin, also und überhaupt in dem Nachdenken, was ist zum Wohle des Ganzen, ne? Was Ihnen ja bis jetzt nicht bewusst ist, zum Beispiel Herr Jeff Bezos, ist ja, dass Sie letztendlich von der Glückszerstörung und Wohlfühlenszerstörung der Marktwirtschaft leben, weil die nämlich Kaufsucht und Konsumsucht erzeugt, und diese Kaufsucht und Konsumsucht, die erfüllen sie, oder da sind sie der Händler der Welt geworden, Herr Jeff Bezos, der den Leuten das verkauft. Aber das heißt, dass auch Ihre Firma natürlich auch mitwirkt daran, weiterhin noch mehr Wohlfühlen und Lebensglück der Menschen zu zerstören, auf das sie bei Ihnen bestellen und einkaufen. Ne? Und so hat jeder Warren Buffett, ja, ich glaube, Sie haben Aktien von Coca-Cola, also von Zuckergetränken und so weiter, die gesamte Weltbevölkerung gesundheitlich schwerst krank machen und schädigen und riesige Kosten verursachen und so weiter, wodurch sie aber Geld verdienen und so weiter. Und jetzt würde der Diplom-Theologe sagen, wenn Sie jetzt anfangen, über das Wohl des Ganzen nachzudenken und da Ihre Milliarden für zu verwenden und für das Gute des Ganzen, für eine gute Entwicklung des Ganzen eben, das ist ja, macht ja keinen Sinn, für das Ganze sozusagen die ganze Welt mit Zucker zu vergiften und chronisch krank zu machen und die gesamte Gesundheit der Weltbevölkerung zu zerstören, ja, dass sie darin die höchste Glückserfüllung erkennen und erleben würde. Und da schreibe ich jetzt dazu, das ist also das Angebot dieser Weltspitze der Geisteswissenschaften an Sie,
und dann schreibe ich, dass ich da mit Pro, dass ich das nicht, dass es mir nicht bisher nicht möglich war. Also das ist Öffis Glücksangebot an die Milliardäre. Er geht also Geisteswissenschaft, und nochmal, also mit den Milliardären ins Gespräch zu kommen, wäre natürlich das Allerwichtigste, weil das sind ja die eigentlichen Herrscher dieser Welt. Denn Geld regiert nun mal in der Marktwirtschaft die Welt, während in der Gemeinwohlwirtschaft die Menschen die Welt regieren, ne? Und nicht das Geld. Ja? Wir sind hier also an einem entscheidenden Punkt. Nur wahrscheinlich wird keiner unserer Zuschauer die Möglichkeit haben, mit Bill Gates, mit Warren Buffett und all den anderen mal sprechen zu können, Mark Zuckerberg und was auch immer, ja. Weil diese Leute völlig abgeschottet sind gegen das, was die Weltspitze der Naturwissenschaften und der Geisteswissenschaften ihnen anbietet. So, und jetzt, wir hatten eben jetzt also das Glücksangebot von Öffi gehört und dann schreibe ich dazu in Klammer jetzt hier, das ist Öffis Glücksangebot an die Milliardäre. Er geht also geisteswissenschaftlich davon aus, dass der Mensch die größte Glückserfüllung erreicht, wenn er sein Leben auf das Wohl des Ganzen ausrichtet. Wobei es mir bisher nicht möglich war, diese Glückserfüllung zu erreichen, obwohl ich mein Leben voll auf das Wohl des Ganzen ausgerichtet habe. Ich empfinde bisher dabei keine Glückserfüllung, sondern nur entbehrungsgequält. Diese Wortwahl hat er später selbst gemacht, deswegen habe ich das hier dann schon aufgegriffen, sondern nur entbehrungsgequält, nicht endendes Leiden und Verzicht, ja? Denn ich hätte sicherlich mehr kurzfristige Lust- und Glückserlebnisse gehabt, wenn ich ganz normal eine Professur gemacht hatte und die Angebote der Professoren direkt einen Job in der Wissenschaft zu bekommen und so weiter und dann einen Schnellweg zur Professur zu machen und so weiter. Wenn ich das alles, was da mir gegenüber mal geäußert wurde, aufgegriffen hätte und nicht abgelehnt hätte, so mit der Aussage, dass ich doch in die Praxis will und Menschen therapieren und helfen will und so weiter, so schnell wie möglich. Ja, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich bestimmt mehr Spaß im Leben gehabt und der Welt hinterher zu laufen mit Glück, Gesundheit, Langlebigkeit und viel mehr Glück, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand und Wohlfühlen und so weiter. Das ist einfach nur äußerst deprimierend. Das ist frustrierend und deprimierend. Also ich habe mich halt einmal dazu entschieden und einige Jahre später wäre es schwer gewesen, nochmal den Weg zurückzugehen und eine ganz normale Professur zu machen und so weiter. Ich habe mich halt einmal dafür entschieden und habe mein Leben ja geopfert eigentlich für die Weltverbesserung und die Glücksverbesserung der Menschheit. Ich konnte halt nicht anders irgendwie, ja. Ich empfinde bisher dabei keine Glückserfüllung, sondern nur entbehrungsgequält nicht endendes Leiden und Verzicht. Glückserfüllung, ozeanische Einheitsgefühle habe ich nur erlebt in Gemeinschaftssituationen mit ganz viel Sexualität und Liebe mit vielen Menschen. Ja, nur dort habe ich diese ozeanischen Einheitsgefühle, erfüllte Glücksgefühle und so weiter erlebt. Ja, und dann schreibe ich weiter, aber ich bin gespannt, wie weit es anderen Menschen gelingt, Öffis größte Glückserfüllung tatsächlich zu erhoffen und zu erreichen. Bisher erreichen ja weder die Geistes- noch die naturwissenschaftliche Glücksbeschreibung ausreichende Mengen von aktiv mitmachenden und mitlebenden Menschen. Das ist ja so meine Überlegung, dass eben die Marktwirtschaft die Menschen ja so gehirngewaschen hat, dass sie ja eigentlich für ein
für die Überlegung, dass das hier eben ja nicht die beste aller möglichen Welten ist, sondern dass das vielleicht eine der schlechtesten aller möglichen Welten ist. Ja, natürlich, natürlich werden viele sagen, ja, die DDR war ja noch schlechter. Na gut, da will ich ja gar nicht widersprechen. Das sind beides völlig unmögliche und katastrophale, dumme Systeme. Der Pseudokommunismus und die Marktwirtschaft, das sind beides teuflische, bösartige Systeme, besonders der Pseudokommunismus ja auch, weil das ja auch nur eine Diktatur ist, wo die Bonzen sozusagen wieder die Menschen nur ausbeuten und ausnutzen. Viele, die so linksradikale, verfassungsfeindliche Revolutionsideen im Kopf haben, die wollen eigentlich selber wieder Diktator werden, die wollen wieder Stalin werden, Mao werden, Honecker werden, selber und sich bereichern auf Kosten der Menschen. Also es ist alles immer das Gleiche, ja, egal ob Marktwirtschaft oder DDR, es ist alles Diktatur und immer wird über die Menschen hinweggegangen. Deswegen werden die Linksradikalen auch von der Gemeinwohlwirtschaft wieder nicht begeistert sein, weil die wollen ja Diktator werden. Ne? Das ist die nicht bewusste Tendenz, die im Kopf haben. Die wollen eben die ganzen Milliardäre umbringen und dann selber Diktator werden und selber Milliardär werden quasi. Durch eine pseudokommunistische, pseudoplanwirtschaftliche Diktatur. Und deswegen gibt's ja diese ganzen linken, linksradikalen Splitterparteien, die so eher solche Gedankenwelten haben. Aber wie gesagt, die Menschen sind weder offen für die naturwissenschaftliche Glücksbeschreibung, ja, denn die Gehirnwäsche ist ja so stark, dass die Menschen so viel Angst vor Sexualität haben, dass die naturwissenschaftliche Glücksbeschreibung sie dann wieder schockiert, von den Gruppenehen, ja, die Gruppenehe ist eben für die meisten Menschen nicht vorstellbar, weil die Gehirnwäsche der Marktwirtschaft so stark ist, ja. Und dann lese ich mal weiter. Er schreibt dann so weiter. Also er sagte ja quasi letztendlich, natürlich wäre für diejenigen, die nicht gleich in die geisteswissenschaftliche Glücksvorstellung springen können, für die wäre natürlich die von dir beschriebene naturwissenschaftliche Glücksschiene durch die Schenker-Gruppenehe ein toller, gut funktionsfähiger Weg höheren Glücks. Grund genug auch für Milliardäre, ihre Lebensschiene dahin zu wechseln. Ja, und vor allem wäre es schon mal ein erster Schritt, mit dem Raubbau, mit dem konsumsüchtigen Raubbau aufzuhören. Ich habe gerade einen Artikel in Schrot und Korn gelesen, das Editorial, wo die Frau dann also geschrieben hat, dass sie ganz entsetzt war, wie der Mann ihr freudestrahlend erzählt hat. Ein Mann erzählt hat, dass er, wenn er mit seiner Yacht eine Stunde über das Meer schippert, dass er dabei eine halbe Tonne Treibstoff verbrennt. Also Mengen, mit denen man riesige Mengen an Häusern heizen könnte, ein ganzes Jahr lang und was auch immer. Also ein riesiger CO2-Fußabdruck sozusagen, ja. Und all das würde ja aufhören, weil die Leute, wenn sie wieder in der Gruppenehe leben, dürfen so ähnlich wie die Bonobos dann und dann auch, was weiß ich, 12-mal am Tag oder wie viel auch immer Sex haben und so weiter, dann haben die nicht mehr so viel Zeit mit solchen Sexersatzspielzeugen wie Yachten rumzudüsen, ne? Und dann werden die einfach viel weniger Schaden an der Erde anrichten, ne? Und er sagt aber auch, der Diplom-Theologe Jürgen Wagner kann also auch als Geisteswissenschaftler schon erkennen, dass auch schon die naturwissenschaftliche Glücksschiene durch die Schenker-Gruppen eher ein toller, gut funktionsfähiger Weg höheren Glücks wäre. Er sagt halt, es geht noch mehr. Es geht noch mehr auch in dieser Grundeinstellung wie kann ich mein Leben darauf ausrichten,
für den Sinn und das Wohl des Ganzen das Richtige immer zu tun. Ja, und dabei sage ich, die Schwierigkeit wird immer sein, wie, dazu müssen aber diese Milliardäre und alle anderen ja ihre vorteilbringenden Irrtümer, an die sie ja bis jetzt glauben, als Irrtümer durchschauen können. Sie müssen also zur Selbsterkenntnis fähig sein. Und da ist die Frage, ob das jeder Mensch kann. Denn ich habe auch für diese Selbsterkenntnis, dass ich in den mit meiner Praxis eigentlich auch nur Schaden angerichtet hat, viel mehr Schaden angerichtet habe als Nutzen. Dafür habe ich 20 Jahre gebraucht für diese Selbsterkenntnis. Und an meine Mitstudenten, die schlechtere Durchschnittsnoten an der Uni hatten, die haben bis heute das nicht durchschauen können. Ja, also das heißt also, das sind so die Überlegungen, das ist halt dieser Grundgedanke, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht die Psyche eigentlich nicht zwangsweise ein Wahrheitsinstrument ist, sondern erst einmal ein Instrument, ein Werkzeug, Ressourcen zu beschaffen aller Art. Und während der Diplom-Theologe Jürgen Wagner sagt, der Geist, der hat so eigene große Glücksmöglichkeiten. Ja, wir Naturwissenschaftler sehen natürlich die Glücksmöglichkeiten der Neugier, des guten, richtigen Denkens, dass die Neugier befriedigt und dass das auch hohes Glück bringt. Aber er sieht irgendwo noch zusätzliche Glücksmöglichkeiten, die ich bis jetzt noch nicht erkennen konnte oder nicht sehen konnte oder nicht fühlen konnte, dass es noch zusätzlich zur Neulust und Neugier als Glücksmöglichkeiten des Gehirnes noch eine, ja, zusätzliche Glücksmöglichkeiten gibt, wirklich die Wahrheit zu denken und zu erkennen, tue ich wirklich für den Sinn und das Wohl des Ganzen, das Optimale und das Bestmögliche oder bisher noch nicht. Ne? Ja, aber so weit, so gut. Und dann schreibt er noch dazu, in Klammern, diesmal bin ich das also nicht, sondern er schreibt noch dazu, wenn es schon mal Praktikums- oder Urlaubserlebnismöglichkeiten gäbe, wäre es schon ein super Entwicklungsfortschritt. Ja, also wenn wir schon mal Gemeinschaften so weit hätten, dass wir die Milliardäre einladen könnten, zu ihnen Praktikums- oder Urlaubserlebnismöglichkeiten anbieten könnten in Gemeinschaften, um so ein Gefühl zu kriegen für wahres, glückliches Leben, dann wäre das schon ein super Entwicklungsfortschritt. Also er kann die naturwissenschaftliche Glücksvorstellung auch denken. Ich denke, er wird aber denken, dass eben sein geisteswissenschaftlicher Weg dann noch größere Glücksebenen ermöglichen würde. Schon dabei ist klar, wie es in deinen Sätzen ja auch enthalten ist, dass für uns Menschen nicht nur Früchte schenken die mögliche Dimension ist, sondern dass wir als noch wertvolleres Geistiges oder geistige Entwicklung schenken können. Ja, das ist ja, also ich kann ja bei den Frauen und Kindern mich nur beliebt machen dafür, dass ich die Gemeinschaften mitsteuere durch überlegenes wissenschaftliches Denken und so weiter. Ich bin ja jetzt keiner, der Gemüse anbaut und damit die Frauen und Kinder beschenkt, sondern ja, also wir sind halt die geistigen Helfer und Steuerer und er eben auch er und ich, wir würden quasi uns nur bei den Frauen und Kindern beliebt machen können, sozusagen durch unsere kompetente geistige Störung der Gesamtgemeinschaften, ne, und so weiter und vielleicht auch der befreundeten Nachbargemeinschaften und so weiter. Ne? Und dafür, das werden die Frauen zu schätzen wissen. Ne? Genauso wie sie auch Früchte zu schätzen wissen werden. Ne? Falls es überhaupt dazu kommt, falls überhaupt Menschen austreten können aus der Marktwirtschaft, aus der komplett Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung,
den Vorteil bringenden Irrtümern, die mit der in der Marktwirtschaft die Gehirne aller gewaschen werden. Worauf auch ich 20 Jahre reingefallen war. Ne? Ja, und ganz eigendynamisch werden Menschen, ja, jetzt vermutet er, dass also dann die Menschen eigendynamisch, weil er eben im wahrheitsorientierten Denken über das Wohl des Ganzen eine eigene Glücksquelle irgendwie annimmt oder selbst erlebt hat oder vermutet oder was auch immer. Und deswegen sagt er, und ganz eigendynamisch werden Menschen, die den Schritt über diese gegenüber vorher schon erheblich verbesserte naturwissenschaftliche Glücksebene hinaus in die geisteswissenschaftliche Ebene verstehen, und machen können, es dann auch tun wollen. Nach dem Motto, warum für niedrigeres Leben, wenn man auch für höheres leben kann. Ja, das heißt also, er sagt, dass die Menschen dann relativ eigendynamisch noch den weiter über die naturwissenschaftliche Glücksvorstellung hinaus in die geisteswissenschaftliche, ja. Also gegenüber vorher räumt er nochmal ein, ist eben die naturwissenschaftliche Glücksebene schon eine erheblich verbesserte Glücksebene. Hinaus in die geisteswissenschaftliche Ebene dann noch gehen, ja. Und da schreibe ich nochmal kurz in Klammern dazu. Wie gesagt, für mich ist bisher nur ein entbehrungsgequälter Leidensweg, den ich trotzdem gehe wegen einer möglicherweise unrealistischen Hoffnung auf ein lohnendes Endergebnis. Ja, ja, ich lebe ja immer weiter. Wahrscheinlich wäre es rational, das Leben zu beenden. Der Selbstmord wäre wahrscheinlich das Richtige, da in der Marktwirtschaft sozusagen vielleicht wir nie eine Chance hatten. Das heißt, meine Hoffnung auf ein lohnendes Endergebnis, das mich nach meinem Schließen meiner Praxis sozusagen nur noch geleitet hat und das mich auch schon ganz früh mich gegen den schnellen Weg zu einer Professur hat entscheiden lassen, ja, dass das alles Illusion war. Also das war einfach möglicherweise alles eine unrealistische Hoffnung, weil die Marktwirtschaft eine Falle ist, aus der Lebewesen nie wieder rauskommen, wenn sie sie einmal erfunden haben. Vielleicht ist es wirklich so, dass es in diesem Universum diese eine Erfindung gibt, die Erfindung der Marktwirtschaft, also Tauschhandel, Markt, Ferntauschhandel, diese Trias der Erfindungen, dass, wenn die einmal getätigt ist, dass dann nichts mehr wird, weil dann auch die Gehirnevolution umgedreht wird, die Lebewesen wieder dümmer werden, egal welche es sind, und dann ein Leiden ohne Ende läuft. Und eine totale Erdzerstörung automatisch läuft. Ja, und dieser eine in der Schrot und Korn, da war ein Artikel, der sagt einfach, aus seiner Sicht wird die Erde sowieso kaputt sein 2050 und damit wird also sozusagen eigentlich aus seiner Sicht, so habe ich es glaube ich jedenfalls verstanden, das Aussterben der Menschheit so richtig beginnen. Ja, das ist aber aus meiner Sicht Optimismus. Also ich rechne eher mit einem Schrecken ohne Ende, ja, dass dieses System immer so weitergeht und dass wir vielleicht bald wieder einen Weltkrieg kriegen und so weiter. Die Waffenindustrie will ja in der Marktwirtschaft auch mal einen kräftigen Schluck aus der Pulle, nachdem jetzt die Gesundheitssparten einen kräftigen Schluck aus der Pulle gerade nehmen, ja. Will ja, irgendwann meldet sich sicherlich auch mal die Waffensparten. Die Waffensparten melden sich sicherlich auch mal wieder zu Wort und werden versuchen, mal wieder die Weltherrschaft, die Weltdiktatur, das Sagen an sich zu reißen. Ja, sie brauchen dafür halt gute Kommunikatoren, so wie es damals Hitler und Goebbels waren und wie es heute so Droh wie Lau sind.
Und bei den Gesundheitssparten, solche guten Kommunikatoren braucht man halt damit, um dann die Bevölkerung erfolgreich Gehirn zu waschen und zum Mittrotten und Mitlaufen zu bringen in einen Weg des immer weiteren Untergangs und Niedergangs. Und dass man mal wieder einen Weltkrieg hat, wo sich mal 100 Millionen Menschen abschlachten und dabei die Produkte der Waffensparten konsumieren, bereitwillig konsumieren. Ne? Ja, also ich habe also zu seinem Lebensweg, dem geisteswissenschaftlichen Weg nochmal geschrieben gehabt. Also für mich bisher nur ein entbehrungsgequälter Leidensweg, den ich trotzdem gehe, wegen einer möglicherweise unrealistischen Hoffnung auf ein lohnendes Endergebnis. Ja, vielleicht hatten wir nie eine Chance, aber ja. Und er sagt eben, ja, sie werden es machen, eigendynamisch werden die Leute versuchen, in die höhere geistige Welt einzutreten, wenn ich es mal so nennen, ja. Ja, und dann schreibt er weiter, und ja, man kann natürlich sich und anderen während des ganzen Entwicklungsganges ständig zwischendurch schon die Frage stellen, könnte ich es vielleicht schon so gut verstehen und den glückserfüllten, nicht entbehrungsgequält sich vorkommenden Willen aufbringen, gleich überspringen, also in die geistige Ebene, also von der naturwissenschaftlichen Glücksvorstellung vielleicht schon gleich zu springen in die geisteswissenschaftliche Glücksvorstellung und Glücksmöglichkeit. Und wer kann und will, der wird wohl überspringen. Ne? Ja. Bisher, und dann schreibe ich doch mal, bisher empfinde ich mein Handeln für das Wohl des Ganzen sehr entbehrungsgequält. Wie ist es mit anderen Menschen? Wem ist es außer Öffi gelungen, statt entbehrungsgequält glückserfüllt zu fühlen und dementsprechend voll mitzumachen? Wer reagiert positiv auf die naturwissenschaftliche Glücksbeschreibung? Zu wenige Fragezeichen, ja, also wir haben auf beides alle Glücksbeschreibungen, die irgendwo jenseits dieser teuflischen Systeme, dieser beiden Diktaturen, der marktwirtschaftlichen Diktatur und der pseudokommunistischen Diktaturvorstellung, also außer dass irgendwelche Leute Ideologien verbreiten, dass sie gerne Diktator werden möchten und die anderen gerne die Sklaven sein sollen, sozusagen, außerdem gibt es keine Massen. Die Massen sind überall bei diesen Diktatorvorstellungen. Ja, ich will also quasi wo die einen sagen, ja, ich will euer neuer Stalin, euer neuer Mao und euer neuer Honecker werden. Ja, und die anderen sagen, ja, letztendlich, ich will euer neuer Milliardärskönig werden und euer Diktator mit meinen Milliarden, die Geld regiert die Welt sozusagen, will ich die Welt steuern und so weiter. Und ja, und wir haben nur, da sind die Massen und da machen sie gerne mit und folgen gerne den Verführern, also den Diktatorischen. Da sind alle und unsere Glücksvorstellungen, die die Befreiung der Menschen bedeuten, da ist niemand. Also auch die Wohlfühlstimme, die ja mich endlich zum Herrscher über die Welt und über alle anderen machen würde, darauf reagieren die Leute nicht mit Begeisterung, als ob sie, da fällt mir die Frommsche Furcht vor der Freiheit ein, als ob sie alle wirklich nur ein Lebensziel hätten, irgendwelchen Diktatoren zu dienen, ja, entweder den Stalins, Maos und Honeckers, den neuen davon. Wir sehen ja lauter kleine Parteien, die ja etliche Wählerchen haben mit diesem linksradikalen, linksextremistischen Vorstellungen, ja. Und wir haben und sehen das als bodenständige Linke mit Entsetzen, dass es da nach wie vor diese diktatorischen Tendenzen gibt und dass ganz viele das wählen, also auch ganz viele entweder selber Diktator werden wollen oder bereitwillig bereit werden, mitzumachen bei dem
was am Ende bei ihrer eigenen Versklavung wieder landet, ne? Und ja, also wer reagiert auf die positiv auf die geisteswissenschaftliche und die naturwissenschaftliche Glücksbeschreibung? Zu wenige, würde ich sagen, ja? Also wir haben vielleicht keine Chance, weil Marktwirtschaft und Pseudokommunismus, DDR-ähnliches und so weiter, einfach diese diktatorischen Modelle, ja, einfach die einzigen sind, die durchkommen, ja, bis jetzt. Ist die Marktwirtschaft einfach zu stark? Hatten wir gegen sie vielleicht nie eine Chance? Hat sie die Menschen perfekt im Gehirnwäschegriff? Für den Samstag hat sich ein ganz kluger Kopf angemeldet, den ich gerne als Kanzlerkandidaten der Partei sehen würde, als Berater der Partei. Hoffnung trotz alledem? Ja, mal schauen. Heute ist ja Silvester, morgen ist ja dann wieder der Samstag, der ja dann wieder am Sonntagvormittag erscheint. Ja, das war's. Das war meine Lesung. Ja, und jetzt zeige ich nur noch mal so ein paar Sachen hier. Eigentlich nur das neue Gütesiegel, ja. Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute. Das ist das, was wir nochmal rumgeschickt hatten. Wir hatten ja das hier als Gütesiegel erst gehabt und jetzt haben wir das Gütesiegel nochmal so benannt. Das Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute. Dann haben wir hier, da steht es auch. Einige der befreundeten Betreiber haben das auch übernommen. Das Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute, auch auf der Weltrat der Weisen, ja, Schrottseite sozusagen, die man aber gewinnbringend studieren kann, wenn man eben nicht sozusagen geblendet ist. Dann haben wir hier auch wieder das Gütesiegel drauf. Ich glaube sogar auf mehreren Unterseiten, ne? Ja, hier ist es nochmal, hier ist es nochmal. Ja, ich denke hier. Ja, es ist also auf 3 Seiten immerhin schon von dieser rat-der-weisen.bibworld.de Seite. Dann hier dafür, da er braucht es gar nicht, die Seite von Diplom-Theologe Jürgen Sa Wagner. Er fällt irrtümlich und entschuldigt er sich noch für die geringe Designqualität, aber mit seiner radikalsten Alternativbewegung in Deutschland und der Welt, würde ich sagen, ja. Ja, das ist sozusagen das Gütesiegel des wahren Hässlichen und Guten braucht diese Homepage gar nicht, weil sie das schon direkt ausdrückt, ne? Ja, und hier unsere Homepage, und wie gesagt, auch zu den Foren haben wir das dann ja auch immer hier wieder, ja, überall steht das ja auch, dieser Hinweis hier. Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute, überall haben wir es drin. So. Und dann haben wir hier, das hatten wir eben gelesen, dann haben wir auf der Parteiseite hier das Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute. In der Marktwirtschaft können Sie, also Wahrheit gibt es praktisch immer nur beim wahren, hässlichen und guten. Und dann haben Sie hier die Partei. Ach ja, da gibt's noch was Interessantes Neues. Ach so, da gibt es noch 2 interessante neue Sachen. Hier haben wir einmal hier die Sendung vom ZDF, wo quasi ja an mehreren Stellen so über die Grundgedanken des gemeinwohlorientierten, gemeinwohlwirtschaftlichen Gesamtdenkens 2 Frauen sprechen dürfen, ja, und diese Sie können sich auch die ganze Sendung anschauen. Sie heißt, glaube ich, Kapitalismus abschaffen, ne? Und das im ZDF, ja. Natürlich, am Ende der Moderator macht wieder die Moral von der Geschichte. Ja, Leute, bleibt doch bei der sozialen Marktwirtschaft und so. Das ist doch schon das Beste und so weiter. Ja, aber ja, gucken Sie sich's einfach an hier.
Und dann haben wir jetzt hier, da haben wir, ja, da wird quasi auch jetzt auf diese Sachen hier verlinkt. Und da wird wohl auch dieser Link zu dieser Sendung jetzt auch hier reingehen, ja. Reinkommen, ne? So, dann gucken wir mal weiter. Ach, das wäre jetzt, das ist das Forum. Und wie gesagt, hier ist das dann dieser Text ja jetzt auch drin, als zweite Antwort. Ja, das war's. Also, tschüssi, bis bald.